hatten ja ganz viele Wochen auch in Schwäbisch Gmünd eine Demo. Das hat vor 2 Wochen geendet. Wir sind dran, das wieder aufzubauen. Treffen uns aber seither ganz spontan jeden Samstag um 11 Uhr hinter der Johanneskirche für einen Spaziergang. Wir laufen runter durch die Fußgängerzone, zum Spitalhof, Ledergasse entlang, hinten zur Boxgasse wieder rein. Wir singen immer ganz toll dabei. Leute, kommt, hört nicht auf, geht raus, macht mit, schreibt mit Kreide auf die Straße, was ihr wollt, das kann euch keiner verbieten. Samstag um 11 Uhr und dann um 3 Uhr natürlich hier. Letzte Woche hier dran in Ulm. Ich bin von Beruf Gebärdensprachdolmetscherin, habe das Riesenglück, dass ich bei meinem Job keine Maske aufsetzen muss, weil das Mundbild so wichtig ist. Und ich bin, seit Corona begonnen hat, eigentlich nur noch bei Ärzten unterwegs und in Krankenhäusern unterwegs, weil natürlich Schulbegleitung, Ämter, alles abgesagt wurde. Und ich finde es so toll, durch das, dass ich reinkomme und sage, also ich gehe mit Maske rein, sage hallo, hier Hörgeschädigter mit Dolmetscher, Begleitperson, wir sind von der Pflicht ausgenommen. Die Maske geht runter und ich kriege die ehrliche Meinung der Ärzte fast jedes Mal zu hören. Und es sind so viele Ärzte dabei, die ganz klar sagen, das ist ganz großer Humbug, was hier passiert. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das höre. Und jeder Arzt, der im gleichen Zug die Maske runternimmt und sagt, oh mein Gott, dann brauchen wir das jetzt Gott sei Dank nicht hier. Ich freue mich so drüber und das gibt mir Vertrauen, dass es funktionieren kann. Und wir müssen echt beharrlich bleiben und dürfen uns in keine Richtung ziehen lassen und dürfen uns vor allem nicht spalten lassen. Das wäre das Schlimmste, was passiert.